Bei unserem Rückblick über die zweite Liga kommen wir jetzt zum Spieler der Saison. Im Internet, da war er auf Position 2, aber durch die Telefonanrufe über unsere Hotline hat er sich klar als Nummer 1 etabliert. Er ist aufgestiegen mit seinem Verein Borussia Mönchengladbach und hat als Stürmer entscheidenden Anteil daran. Und was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, vor allem für Sie zu Hause, er ist ein ausgesprochener Sympathieträger. Ari van Lent. Um ihn dreht sich nicht alles, aber so einiges bei der Borussia. Mit ihm jedenfalls haben sie in Gladbach gewaltig was bewegt in dieser Saison. Der Typ kommt an, van Lent hat sich durchgesetzt und andere endgültig von sich überzeugt. Ich denke, dass wir auch im Aufstiegsfall auf Ari van Lent setzen, denn er hat, wenn wir aufsteigen, hat er mit Sicherheit einen riesen Anteil daran. Dabei lief es alles andere als optimal, als er vor 3 Jahren von Werder Bremen in die zweite Liga wechselte. Erst Fürth, dann Gladbach, doch der scheinbar sportliche Rückschritt wurde zur einzigartigen Erfolgsgeschichte. Und gewundert hat das am Bökelberg keinen. Es gibt auch andere Beispiele. Ich habe früher einen Oliver Bierhoff hier noch bei uns erlebt. Und da hat er noch richtig Schwierigkeiten gehabt, die Dinger irgendwie reinzumachen. Also fast kein Tor hier bei uns geschossen. Und dann auf einmal ist er dann nach Österreich gegangen, hat da eine super Saison gespielt. Und von da ging es bergauf und auch stetig. Und ich denke, da ist der Ari jetzt auch auf diesem Weg. Ari van Lent, bei weitem kein Ladenhüter und mit knapp 31 Jahren noch längst kein Auslaufmodell. Nur, was macht diesen Mann denn so unverzichtbar für Borussia Mönchengladbach? Er ist technisch sehr beschlagen, eigentlich ein Typ wie Maradona. Ja. Er ist kein ganz Blinder, aber Maradona ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Ja, mit dem Ball kann er noch ein bisschen üben. Hauptsache, er trifft. Und das machte er in den vergangenen 2 Jahren nun insgesamt 39 Mal für Gladbach. Ihn in der Nähe des Tores an den Ball kommen zu lassen, ist tödlich für jede Abwehr. Also für mich ist es ein richtiger Knipser, wenn ich sehe, was er in der letzten Saison da geleistet hat und wie viele Tore er da gemacht hat, jetzt auch schon wieder. Also ist schon da ein Killer vor der Kiste. Und so wird sich wohl auch in Liga 1 einiges um Ari van Lent drehen. Sie haben ihn gewählt zum Spieler der Saison, dem Maradona vom Bökelberg. Herzlichen Glückwunsch ins Außenstudio Essen, Ari van Lent. Hallo. Die Trophäe steht neben Ihnen. Ist sie denn schwer? Ja, das muss ich mal kurz Ihnen zeigen. Sehr schön. Also herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, vielleicht kann ich es nochmal wiederholen. Hoffen wir auch. Ja, natürlich dann vielleicht ein Preis für die erste Liga, denn das ist ein Preis für die zweite Liga. Da wollen wir Sie so schnell eigentlich nicht wiedersehen. Es ist ein Zuschauerpreis. Ist der Mehrwert für Sie als jedes Kritikerlob? Ja, es ist natürlich immer was Schönes, wenn man sagen wir, nominiert wird und dann doch in der zweiten Liga anerkannt wird und dann mal so einen Preis bekommt. Also, und dann ist natürlich alles, was im Umfeld ist, mir dann eigentlich egal. Sie haben nun 14 Tore erzielt in dieser Saison, ein Dutzend Vorlagen. Sie sind Topscorer der Liga und nur Aduobe aus Reutlingen hat es auch geschafft, in jedem Spiel in der Anfangsformation zu stehen. Fühlen Sie sich denn selber so fit wie noch nie? Ja, es ist vielleicht ein Vorteil gewesen, dass die letzten 3 Jahre habe ich keine Verletzungen gehabt und ich denke schon, dass man, ja, wie soll man das sagen, wenn man verletzungsfrei ist, dann ist man natürlich auch fit, wenn man nur spielt und das kommt natürlich einem Spieler zugute. Sie machen jetzt auch einen recht fitten Eindruck. Ich glaube, Sie haben sich etwas zurückgehalten mit dem Feiern. Da ging es ja gestern wirklich hoch her. Letzte Woche begann es schon mit einer langen, langen Busfahrt, als Sie den Aufstieg im Playmobil-Stadion im Alten Rohnhof in Fürth geschafft habt. Und gestern waren rund 100.000 am Alten Markt. Und Aljoscha Pause, der war mittendrin. Es war der krönende Abschluss einer tollen Saison. Partyfußball am Bökelberg. Mönchengladbach, eine einzige Aufstiegsfeier. Nach dem 3:0 gegen Chemnitz gab es kein Halten mehr. Bei den Fans, bei Hans Meyer und erst recht nicht bei den Spielern. Auf der Players Night machten die Borussen auch noch nach Mitternacht eine gute Figur. Die härteste Party hatten die Gladbacher Spieler da allerdings schon hinter sich.
Nach dem schönsten Unentschieden der Vereinsgeschichte am Sonntag zuvor in Fürth brachen alle Dämme. Die Rückfahrt nach Mönchengladbach wurde zur Mega-Fete. Überzeugen Sie sich selbst. Wir gehen jetzt zu Markus Osthoff, der hat gerade seinen Lunchbaguette ausgepackt. Herr Osthoff, wie schmeckt Ihnen der Schnitzel? Eigentlich ist es ziemlich gut, aber was zu trinken wäre auch nicht schlecht. Man muss als fliegender Reporter auf alles gewappnet sein. Die Holländer feiern nur! Das Gladbacher Aufstiegsmobil kam ins Rollen. Schnell wurden ein paar Pläne geschmiedet für das große Comeback in Liga 1. Was haben Sie sich für die nächste Saison persönlich vorgenommen? Meister zu wollen, erste Liga, Meister! Erste Liga, Meister! Das ist natürlich hervorragend. Sie sind neu dazugerückt ins Staff-Team als Co-Trainer. Wie ist Ihr persönliches Resümee? Es hat sehr viel Spaß gemacht, besonders mit dieser jungen, tollen Truppe, die alle Befehle von mir befolgt haben. Ja? Und jetzt macht er den Wegkommen. Okay, alles klar. Und jetzt, hier haben wir den Meistertrainer, Hans Meyer. Herr Meyer, was fällt Ihnen zum heutigen Aufstieg spontan ein? Mir hat sehr gefallen, dass alle Auswechselspieler, da gehörst du ja auch dazu, meinen Namen skandiert haben. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass sie mich alle liebt. Das ist für mich sehr befriedigend. Sie werden nicht nur von der Mannschaft geliebt, sondern auch von den zahlreichen Fans. Seine eigenen Spieler als Reporter, auch das noch. Seinen großen Triumph hatte sich Hans Meyer dann doch ein bisschen anders vorgestellt. Er ist eben ein stiller Genießer. Ich bin nun mal ein Mensch, der alles, sowohl den Ärger oder die Unzufriedenheit, auch die Freude, mehr innerlich verarbeitet. Ich freue mich natürlich ganz genauso wie die Jungs, auch wenn ich nicht eine Bierflasche in der Hand habe oder eine Sektflasche. Hinter mir zum Beispiel zwei alte Leute, die hoffen, dass sie in der ersten Bundesliga auch noch zum Einsatz kommen. Die Chance wird kaum bestehen. Was auch immer die Borussia in Liga 1 erwartet, feiern können sie schon jetzt wie die ganz Großen. Am Niederrhein, da versteht man sich aus Feiern. Aljoscha Pause hat diesen Beitrag gemacht, ist mitgefahren im Bus. Ari van Lent, was war denn das Schönste jetzt so in den letzten 8 Tagen für Sie? Ja, ich denke schon, die Aufstiegsfeier von letzter Woche in Fürth war natürlich optimal. So viele Leute auch mitgereist. Und die Stimmung war natürlich im Stadion schön und natürlich auf den Heimweg auch. Und natürlich gestern, wo natürlich 100.000 Mann auf dem alten Markt stehen, das war schon ein einmaliges Erlebnis. Da hat man auch ein bisschen, glaube ich, was mitbekommen von dieser Legende Borussia Mönchengladbach. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr seid ja nicht deutscher Meister geworden und trotzdem kommen 100.000 zum Aufstieg in die erste Liga. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das kann man wohl sagen. Ich denke mal schon, gestern haben wir mal ein bisschen geflaxt, was will mal passieren, wenn man vielleicht mal Meister wird, wie sie das dann überhaupt noch übertreffen wollen. Gut, das ist natürlich ein bisschen weit hergegriffen, aber die Stimmung, die war gestern einmalig und sehr schön für uns. Haben Sie sich jetzt in diesen Jubeltagen auch ein bisschen mal zurückerinnert über den Verlauf der Saison? Denn es gab ja auch Tiefpunkte zwischen dem 8. und dem 13. Spieltag. Da blieb Borussia Mönchengladbach 6-mal ohne Sieg. Und ich denke mal, so der Tiefpunkt, der war dann am 10. Spieltag, dieses 0:4 in Mannheim. Eine richtige Klatsche. Denkt man da jetzt nochmal zurück in diesen Tagen? Ja, schon. Man weiß ja auch, es hätte ja auch alles anders laufen können. Wenn wir nach diesen 4:0 in Mannheim, ich glaube, da haben wir noch Aalen bekommen. Und dann war das wichtige Spiel natürlich in Bielefeld, wo wir dann glückliche Siege vom Platz gehen und dann eine ganz neue Serie gestartet haben. Für Außenstehende sah es so aus, als ob da sogar Hans Meyer sich vielleicht entscheiden könnte, zurückzutreten. Er hat immer wieder betont, also in dieser Phase, ich weiß nicht, was ich der Mannschaft noch geben kann, ich bin ratlos. War die Gefahr wirklich gegeben, jetzt so aus Ihrer Sicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke mal schon, dass es den Trainer immer Spaß gemacht hat. Es gibt immer mal so eine Phase,
wo es nicht so läuft. Wir haben teilweise auch in dieser Phase eigentlich gutes Fußball gespielt, nur das Ergebnis stimmte überhaupt nicht. Und ich denke auch schon, dass es das Medienumfeld dann ein bisschen mehr Theater drum gemacht hat, wie es eigentlich üblich ist im Verein, wenn es dann mal nicht so optimal läuft. Ja, die Mannschaft hat sich durchgesetzt mit Hans Meyer an der Spitze und natürlich freuen sich über diesen Aufstieg auch viele ehemalige Borussen. Das sind teils auch Weltstars und Aljoscha Pause hat zum Thema Hans Meyer viele davon wieder getroffen. Er hat es geschafft. Der Aufstieg der Borussia ist perfekt. Und Hans Meyer, da sind sich alle einig, ist der Vater des Erfolges. Und ein bisschen darf sich auch ein Alt-Borusse mitfreuen. Ja, ich habe hier noch vielleicht ein bisschen Schuld daran, dass sie jetzt soweit sind. Denn ich habe damals mich sehr dafür eingesetzt, dass Hans Meyer kommt. Berti Vogts gab den vielleicht entscheidenden Hinweis für die Nachfolge des zuvor gescheiterten Rainer Bonhoff, ebenfalls Legende am Bökelberg. Ausgerechnet er stieg mit Borussia ab. Deswegen freue ich mich, wenn die Truppe aufsteigt, damit eben genau diese Tränen, die damals beim Abstieg geflossen sind, als Freudentränen wieder hier bei den Fans aus den Augen rauskullern. Der Aufstieg bedeutet für Mönchengladbach den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Man identifiziert sich wieder mit dem Club. Und auch die Fohlen von damals begeistern sich für ihren alten Verein und sind voll des Lobes für den Macher der neuen Borussia. Ich glaube, dass man jetzt wieder einen Neuanfang machen kann und der Prozess ist ja schon begonnen. Und ich hoffe auch, dass man hier beim Verein so klug ist, dass man den Prozess mit Hans Meyer noch einige Jahre fortsetzen wird. Doch ausgerechnet jetzt, am vermeintlichen Ziel seiner Träume, will Hans Meyer aufhören. Nicht sofort, versteht sich. Ein Jahr hängt er noch dran in Deutschlands Elite-Liga, in der ihn damals nach der Wende Anfang der 90er keiner haben wollte. Jetzt hat er es all denen gezeigt, könnte man meinen. Doch darüber wird Hans Meyer nur müde lächeln. Er wusste immer, was er drauf hat. Nach 30 Jahren Trainerlaufbahn muss er keinem mehr etwas beweisen, sagt er, der Fachmann, der Stratege, der Arbeiter. Dem übrigen Hennes Weisweiler sehr, sehr ähnelt. Eine Ähnlichkeit, die schon einigen rund um den Bökelberg aufgefallen ist. Sein Sachverstand, sein trockener Humor und seine Gradlinigkeit erinnern viele an den großen Vorgänger. Der lässt sich nicht an der Karre pinkeln, und, wie man so schön sagt. Mhm. Der lässt sich nicht, der geht seinen Weg. Der sagt, hey Jungs, was ihr macht, ihr seid für mich da. Ja, ich bin der Trainer, ich bin euer Oberhaupt, und so war Hennes Weisweiler früher. Wir haben ihn nicht umsonst Chef genannt. Hans Meyer ist Vordenker im wahrsten Sinne des Wortes. Er plant immer 2, 3 Schritte im Voraus. Schwer durchschaubar, schwer zu fassen. Mal herzlich, dann wieder laut, polternd oder zynisch. Eben unberechenbar. Ein ehemaliger Meyer-Schüler beschreibt es so, dass die Sachen, die er denkt, schon anders sind, wie man sich überhaupt vorstellen kann oder wie man selber jetzt denkt. Es ist immer eigentlich das Gegenteil in dem, was man selber denkt. Alles Meyer oder was? Er selbst mag es gar nicht, wenn zu viel über ihn gesprochen wird. Star-Rummel, Personenkult, da macht Hans Meyer nicht mit. Doch ob er nun will oder nicht, in Mönchengladbach ist er längst Kultfigur. Schließlich hat er auch einen beachtlichen Unterhaltungswert. Wenn man sein äußeres Erscheinungsbild sieht, würde man gar nicht vermuten, dass hinter ihm ja schon fast ein Komiker steckt. Ein Komiker mit erstaunlichem Erfolg. Die Mönchengladbacher Fans jedenfalls wollen ihm schon jetzt ein Denkmal setzen. Das dann bestimmt gebaut wird, wenn Hans Meyer mit Borussia Mönchengladbach in der nächsten Saison die Klasse hält. Ari van Lent, wie würden Sie denn ganz kurz und knapp Ihren Trainer Hans Meyer selbst beschreiben? Ja, das ist natürlich immer gleich so schwierig, aber ich denke mal schon, obwohl er es vielleicht gar nicht so gerne hört, dass wir natürlich auch Trainer viel zu verdanken haben, und ich denke mal schon, dass er richtige Zeit am richtigen Ort war bei uns, und ich denke mal schon, sind viele Leute, die hoffen, dass er wenigstens noch ein paar Jahre länger bleibt. Wie geht ihr mit ihm um? Dürft ihr Hans zu ihm sagen, und du oder Herr Meyer? Wie ist da das Verhältnis? Ich denke mal ganz normal, dass man ihm auch mit Herrn Meyer oder wie gesagt dann eine Trainer anspricht. Der Hans ist natürlich, ist es immer eine Respektperson, das soll man, denke ich, auch so behalten. Er ist ja sehr geradlinig, der Hans Meyer, und hat auch während der Saison in aller Öffentlichkeit mal den einen oder anderen Spieler, ich möchte nicht sagen abgewatscht, aber so doch kritisiert.
Wie kommt denn so öffentliche Kritik dann in der Mannschaft an? Ich denke mal, die paar Aussagen, die er gemacht hat, sind ziemlich hochgenommen worden durch die Presse. Drin erzählt uns schon, was er von einem Spieler hält, und das macht er intern. Und wenn er ab und zu mal ein Wort rauskommt, wird ein bisschen viel zu viel Rummel drum gemacht. Aber letztendlich wird alles intern geklärt, und das ist vollkommen in Ordnung so. Intern wird jetzt auch die Mannschaft für die Bundesliga gebastelt. Also große Neuverpflichtungen sind zumindest noch nicht an die Öffentlichkeit getreten. Und stellvertretend wieder für alle Zuschauer ein Mail von Rüdiger Bartsch an Sie, Ari van Lent. Er fragt, welchen Fußballer, den die Borussia dann auch bezahlen kann, würdest du der Borussia empfehlen? Ja, das ist, ist schwierig zu sagen. Also ich... Man braucht Zidane von ja, Juventus, aber das sind ja alles Millionen, die man sich da alles nicht leisten kann. Ich denke mal schon, da werden sich andere Gedanken drüber machen. Und das ist auch richtig so, dass ich mir da keine Gedanken drüber schenken brauche. Ari van Lent, auf was freuen Sie sich denn am meisten in der Fußball-Bundesliga? Auf die großen Duelle gegen Schalke, gegen Dortmund, auch gegen die Bayern? Oder ist es was anderes? Ja, das kommt natürlich mit dazu. Man freut sich natürlich, man hat da ganz andere Gegner. Man hat ein erstes Bundesliga-Umfeld, was natürlich in Gladbach auch super gegeben ist. Ich denke mal, es ist alles ein bisschen interessanter halt. Man wird, mit Fußball beschäftigt sein, und überall, wo man kommt, ich denke mal, dass es halt mehr los ist als in der zweiten Liga. Ja, und Sie nehmen persönlich auch einen zweiten Anlauf. Beim SV Werder Bremen haben Sie ja schon Erstligaspiele absolviert. Sie haben sich da nicht ganz durchsetzen können. Wird das diesmal besser mit der Borussia? Ja klar, also da, was muss ich da jetzt letztlich zu sagen? In Bremen war es natürlich nicht immer angenehm für mich, aber okay, ich bin dann Gott sei Dank rechtzeitig weggegangen und hoffe dann jetzt nochmal in Gladbach in der ersten Liga natürlich ein bisschen für ein paar Tore zu sorgen. Ja, aber bevor es losgeht, können Sie nochmal richtig durchschnaufen. Letzte Frage, wo geht es im Urlaub hin? Was machen Sie? Ich fahre mit meiner Familie 2 Wochen nach Griechenland und genieße die Ruhe nach dieser doch nicht allzu einfachen Saison. Dafür wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Freude und schöne Tage mit Ihrer Familie. Recht herzlichen Dank an Sie, Ari van Lent, Spieler der Saison von den Zuschauern gewählt in der abgelaufenen zweiten Liga. Vielen Dank nach Essen. Danke auch. Tschüss. Ari van Lent, einer der ganz, ganz großen Stars in dieser zweiten Liga. Aber er ist nicht der Einzige. Es gibt sehr, sehr viele. Wir mussten uns auf einige beschränken. Und das haben zusammen Christian Matlindl und Johannes Steck getan. Eine Übersicht der Stars der zweiten Liga der abgelaufenen Saison.
Martin Driller, er war der heißeste Anwärter auf die Torjägerkrone in der zweiten Liga, bis er sich verletzte. Immerhin, er hat es auf 11 Treffer gebracht. Jetzt teilen sich die Torjägerkrone Olivier Ciappa und Arthur Wichnijarek jeweils mit 18 Treffern. Apropos Stars, Isabella, was meinen unsere Zuschauer? Ja, bei uns im Netz stehen die Trainer im Mittelpunkt. Hut ab vor der Leistung von Demuth, Augenthaler und Neuruhr. Und an Sie geht noch eine Frage von Philipp aus Osnabrück. Wer ist denn Ihr persönlicher Star der Saison? Bei den Spielern halte ich mich raus. Bei den Trainern sage ich ganz eindeutig, wo ich mir eigentlich auch raushalten müsste, Dirk Kakut. Denn wer so viel Mut besitzt, in der damaligen Situation zum Chemnitzer FC zu gehen, der ist für mich der Star der Saison. Okay, das ist eine Antwort. Auf der anderen Seite der Tabelle, da steht Hans Meyer mit Borussia Mönchengladbach. In der Abschlusstabelle sicherlich auch ein Star dieser Saison. Und Hans Meyer werden Sie ausführlich hören, gleich im Anschluss an diese Sendung, ab 21.45 Uhr im DSF-Interview. Vorher kommen wir aber nochmal gleich zurück und dann kümmern wir uns um die Absteiger aus der Bundesliga.